Ja. Was ich jetzt noch gucken wollte, ja, ist okay. Gymnasium. Wieso sind hier keine Sims drin? Die werden vielleicht nicht abgeholt. Mal eben gucken. Mal eben sicherstellen, dass die auch das finden. Eine Turnhalle, ein Klassenzimmer. Eine Turnhalle bitte. Klassenzimmer brauchen wir momentan noch nicht. So, Gymnasium habe ich. Grundschule, ja. Ist auch noch okay. Bürgermeisterhaus, kann ich da irgendwas machen? Nein. Das ist ein Haus, okay. Allgemeine Hochschule, die wird gut unterrichtet. Die brauchen vielleicht noch ein Klassenzimmer. Jetzt habe ich das Riesenhaus da abgebaut. Wollte ich nicht, sorry. Und die Polizeiwache. Der Strom, der wird immer weniger. Ich hoffe, jetzt wird es gleich noch hell. Läuft mit Batterie. Ja, das sehe ich. Was wollte ich jetzt noch machen? Das sind die Umweltkatastrophen, die kann ich nicht gebrauchen. Jetzt mal eben, jetzt wird es wieder hell. Komm schon. Bitte. Komm schon. Lad dich auf. Bitte. Es wird immer knapper. Bitte. Lad dich doch auf. Komm schon. Scheiße, Alter. Lad dich auf. Ja. Klappt doch. Wenn Tag ist, ist alles gut, aber wenn kein Tag ist, ist alles schlecht. So. Ja. Das hier wegen den Straßen. Hier geht jetzt gar nichts mehr. Ziemlich viele darüber gehen. Es gibt nicht. Da ist ein Bus, glaube ich, oder? Ist es ein Bus? Konnte keinen Job finden. Ist hier irgendwo ein Bus bei? Da ist doch ein Bus, oder nicht? Shuttlebus, ja. Ja, hier ist jetzt alles gerade ziemlich lahmgelegt. Geht's dem? Dem geht's auch gut. So. Was ist das da? Baufahrzeug, okay. Hier geht auch nichts mehr, obwohl das eine dicke Straße ist. Und hier ist nichts mehr drin. Das ist gut, das ist schön, so wollen wir das haben. Da oben kann auch was hin. So. Zeit für eine Spezialisierung. So. Erzbergwerk oder Kohlebergwerk. Haben wir hier irgendwas? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Mein Nacken tut weh. Kohle. Erz. Erz ist hier. Aber das mittendrin, das werde ich abbauen. Weil das ist doof. Da ist auch Kohle. Des Weiteren können wir hier Öl. Haben wir hier irgendwo Öl? Das. Hier ist viel Öl. Okay. Ein Handelsdepot. Ein Prozessorfabrik. Oder halt Tourismus. Oder halt Glücksspiele. Das will ich nicht hier machen. Das will ich bitte in einer anderen Stadt machen. Hier will ich bitte erstmal Prozessorfabrik. Bla bla bla. Heutzutage scheint es Prozessoren für alles zu geben. Sollten zum Hauptlieferanten werden. Verwenden Sie Legierungen und Plastik, um Prozessoren herzustellen, die Sie dann per Handelsdepot auf dem Weltmarkt verkaufen. Sie können im Bedarfsfall Legierungen und Plastik vom Weltmarkt importieren. Ausgebildete Arbeiter erhöhen die Effektivität der Fabrik. Okay. Die tun wir bitte, wo es gut ist zum Ausbauen. Hier ist es überall schlecht. Wir können es dahin tun, wenn wir das hier alles abreißen. Wir reißen eben
das hier alles ab. Ja. So wie das da. Ja. Das da, das da, das da. So. Jetzt können wir hier Prozessoren und alles hin tun. Ich möchte hier bitte noch... Ah, momentan geht das. Und eine Handelsfabrik. So. Die Prozessoren arbeiten jetzt so. Die kriegen Legierungen und Plastik und machen dafür Prozessoren. Lokale Plastiklieferung ein, genau. Plastik können wir herstellen, indem wir Müll und hier Recycling, gut ausgewählt, wollen recyceln, gebrauchte Legierungen, Metalle und Plastik können gesammelt und hierher gebracht werden. Dann werden sie wieder aufgeräumt und weiter behandelt, aber bla bla bla. Okay. Stellen neue Leute ein. Macht das mal ein bisschen schneller, bitte. Können wir hier irgendwo Plastik herstellen? Legierung mangelt, Produktion angehalten. Einmal das hier. So. Garage für Transporter in dieser Lieferwagen, die ihre Prozessoren in der ganzen Stadt zu Industriebetrieben, Handelsdepots und Umstockplätzen bringen. Auf den Ladeflächen dieser Lieferwagen befinden sich natürlich noch weitere Prozessoren. Montag, Montageband. Das Herzstück der Technologie ist immer noch der gute alte Prozessor. Stellen Sie mit dieser zusätzlichen Montageband in Ihrer Fabrik noch mehr Prozessoren her. Okay. Ja, okay. Das heißt also, wir laden hier einmal, nein, das hier ist ein Versandlager. Weg damit. So. Wir lagern hier einmal Legierungen. Und einmal Kunststoff. Und einmal hier Prozessoren. Das heißt, Plastik, Import, Legierungen, Import, das hier Export. Okay, weil, guckt hier, ich zum Beispiel hier 21.000, 42.000, ja okay, ist ein bisschen viel, aber Export für 100.000, ja. Und deswegen finde ich das gut. Ihm richtig hinsetzen. Ressourcen erschöpft. Ist okay. Kann man hieraus irgendwie Plastik herstellen? Handelsdepot, bla bla bla. Wie kann man Plastik herstellen? Das ist okay. Wertstoffbehälter. Müllkarte. Ja, da ist ziemlich viel Müll. Fertig. Kann man hiermit nun Wertstoffdinger. Gebrauchte Legierungen, Metalle und Plastik können gesammelt und hierher gebracht werden. Dann werden sie wieder aufbereitet und weiterverwendet oder per Handelsdepot auf dem Weltmarkt. Ja, hier werden sie gesammelt und weiterverwendet. Ja. Das heißt, die brauche ich auch noch. So, mal eben gucken. Jetzt haben die hier Plastik, aber noch keine Legierungen. Die haben hier Plastik, aber noch keine Legierungen. Eine Bürgermeistervilla. Das ist eigentlich ziemlich unnütz und dient auch nur zur Deko und zur Befriedigung der Menschen. Die kann dann einfach mal irgendwo hier hin, wo ich sie gerade nicht brauche. Wie viel kostet die 30? Dann warten wir mal eben noch die Stunde.
Und Puck. So, Sympathierate, bla bla bla. So. Ein Rathausmodul ist verfügbar. Langsame Feuerwehr. Müssen wir wieder was abreißen. Verlassene Gebäude. Wo ist hier ein verlassenes Gebäude? Da. Grundbrand. Egal. So. Das hier hat noch nicht so ganz geklappt. Legierungen. Legierungen. Die haben noch keine Legierungen erhalten. Wo bleiben Legierungen? Lokal. Wir haben keine Legierungen. Wieso sind hier keine Legierungen? Die Transporter müsste ich vielleicht auch ein bisschen ausbauen. So. Legierungen. Wir haben immer noch keine Legierungen. So. Im Bau, im Bau, im Bau. Komm schon. Ich will mal bitte wissen, ob das jetzt klappt. Ich möchte gerne Legierungen haben. Das habe ich auch auf Import. Legierungen. Ups. Legierungen, Import. Ja. Kann man hier irgendwie Kohle, Erz, Handelskarte, Plastik, ja. So, ist hier irgendwo gerade Legierungen. Legierungen sind braun. Sehe ich nicht. So, egal. Tourismuskarte, bla bla bla, Zug, Straßen, Bus. Das kann es nicht sein. Bildung, Müll. Recycling ist alles noch okay. Strom, Wasser, bla bla bla. Wohngebiet, Gewerbe, ja. Grundstückspreise, die sind niedrig, die sind hoch, ne? Ja. Bürgermeister Villa Upgrade. Da bauen wir mal einen schönen Brunnen dran und fertig. So. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf Legierungen. Dann kann es eigentlich losgehen. Na komm, Legierungen, na komm. Große gesundheitliche Probleme. Wo bist du? Da bist du. Wieso sind hier so viele, Alter? Wo sind denn diese gesundheitlichen Probleme? Verunreinigungsgrad, Todesfälle, Verletzungen. Ja, die sind ziemlich viel da, deswegen mache ich hier am besten auch noch eine Arztpraxis hin. Eine Arztpraxis mache ich hier noch hin. Aber nicht, wenn es so aussieht. Ziemlich viel ist durch Bildung da. Megaturm. Okay. Und Omega Co. Achso, das ist das Add-on. Alles klar. Alles klar. So. Na komm. Was will der von mir? Hey, das Handeln macht ziemlich Spaß, oder? Wir können eine Handelszentrale aufstellen und damit richtig ins Geschäft einsteigen. Bürgermeister mit einer Handelszentrale. Möchte ich gerne zeigen, dass wir jetzt zu den großen Tieren gehören. Nein, möchte ich momentan noch nicht. So, Handelszentrale. Häufen Sie als Importer und Exportmeister ein Vermögen an. Kaufen Sie auf den Weltmarkt billig ein und verkaufen Sie, wenn der Kurs gut steht. Machen Sie auf dem Weltmarkt Gewinne, um Ihre Handelsposition auszuweiten. Die Handelszentrale, wofür...